Herzlich willkommen im neuen Porsche Panamera und herzlich willkommen auch in dem neuen Infotainment-System von Porsche. Wir wollen mal gucken, wie einfach oder schwer es ist, sein Telefon mit diesem System zu verbinden. Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man kann hier auf der linken Seite auf Devices klicken und hier ein neues Gerät suchen. Das wäre die eine Variante. Man kann hier auf das Telefonsymbol klicken, hier ein neues Telefon suchen oder man geht über den Home-Bildschirm. Da gibt es eine Kachel, verbinden Sie im Bereich Phone Ihr Telefon. Dann kommt man aber ehrlicherweise auch auf diesen Bereich, den wir eben gerade schon gesehen haben, neues Telefon suchen. Das machen wir jetzt mal. Wir klicken mal hier auf neues Telefon suchen, gehen gleichzeitig bei unserem Telefon hier auf die Bluetooth-Schaltfläche und sehen hoffentlich gleich, dass hier Porsche angezeigt wird. Porsche BT0142, das ist dieses Auto, Miliways Mobil, das ist dieses Telefon. Wir klicken da mal drauf und stellen dann fest, wir bekommen einen Code 928994. Wenn der jetzt auf meinem Telefon auch angezeigt wird, kann ich einfach koppeln. Es ist der gleiche Code. Insofern gehe ich auf Koppeln. Und dann wird das Telefon verbunden. So einfach geht's eigentlich. Ab jetzt kann ich schon wählen oder tatsächlich auch meine Kontakte abrufen. Das dauert eine Sekunde, weil die noch übertragen werden. Aber so einfach ist es. Es gibt aber noch eine andere Variante, und zwar das Apple CarPlay. Das heißt, ich kann hier per Stecker, das geht nicht per Bluetooth, mein Telefon anbinden und dann versteht er, aha, ich habe ein Telefon per Kabel angeboten und gibt mir die Möglichkeit, das Telefon als iPod zu verwenden oder aber Apple CarPlay zu nutzen. Ich entscheide mich dann für Apple CarPlay, sage, ich möchte das auch annehmen, wundervoll, und schon werde ich mit Apple CarPlay verbunden. Ich bekomme dann die Möglichkeit, diverse Apps hier zu nutzen, Telefon, Musik, Karten, Nachrichten, den aktuellen Titel, einige Porsche-Apps, Podcast oder Hörbücher, sowie auf der rechten Seite Spotify. Das war's dann aber auch. Mehr Apps kann man nicht benutzen. Und bei den Porsche-Apps, da muss man sich die auch noch downloaden. Witzigerweise funktioniert das tatsächlich nur mit Apple-Geräten, denn Porsche hat offenbar herausgefunden, jeder, der einen Porsche fährt, hat auch ein Apple-Produkt und dementsprechend wird das für Android nicht angeboten. Das heißt, man muss tatsächlich ein Apple-Produkt haben, wenn man sich hier in diesem Infotainment-System mit seinem Smartphone verbinden will. Apple only ist hier sonst das Stichwort. Aber es geht, wie gesagt, relativ einfach. Man kann sich auch noch, wenn man möchte, diese Kacheln hier anders anordnen, wenn man sagt, zum Beispiel, mir ist das Telefonverbinden jetzt nicht ganz so wichtig, weil wenn ich es einmal gemacht habe und das Auto mir gehört, dann brauche ich das nicht mehr, dann kann man zum Beispiel das Radio auch darüber legen. Diese Möglichkeit gibt es, aber ansonsten ist das schon relativ einfach und gut gemacht. Übrigens, wenn das Apple CarPlay verbunden ist, funktioniert das Bluetooth nicht mehr. Also dafür müsste ich mich wieder abstöpseln. Jetzt kann ich wirklich auch nur über das Apple CarPlay telefonieren. Da muss ich dann hier auf meinen Telefon-Button raufgehen. Muss man auch wissen.